18. Dezember 1962. Ich zog in meine neue Wohnung um, die nur 2x2 Meter misst. Sie soll im Dienst der Sühne stehen. Am Ende des Gartens ist sie erbaut. Heute war der erste Tag, da ich dort geschlafen hatte. Obwohl ich sehr müde war, konnte ich nicht einschlafen. Es war um Mitternacht. Ich war immer noch wach. Inzwischen dachte ich daran, wenn ich jetzt nicht einschlafen könne, könnte ich die Zeit der Nachtwache verpassen. Als ich so in wachem Zustand an die Liebesflamme der heiligsten Jungfrau dachte, denn eine Stunde meiner Nachtwache opfere ich dafür auf, dass sie baldmöglichst zünde, verspürte ich plötzlich einen Schlag an meinem Körper. Dem ersten Schlag folgte der zweite, der dritte, hernach noch ein kleiner Schlag. Es war eine schreckliche Nacht. Angst hatte ich nicht. Nach den Schlägen übermannte mich Müdigkeit und Schmerz. Dann fiel ich in Schlaf. Nach 2 Uhr erwachte ich, konnte aber nicht einmal für eine Stunde im Gebet wachen. Ich fühlte mich wie benommen. Der Teufel hat mich geschlagen, das weiß ich. Ich spürte seine Anwesenheit. Ich war nur erstaunt, dass der vierte Schlag nicht so stark war wie die vorherigen. Als hätte eine unsichtbare Hand sie aufgehalten. So fühlte ich. Nach einer kaum dreiviertelstündigen Nachtwache habe ich mich wieder zur Ruhe gelegt. Ich schlief durch, was bei mir selten ist. In der Frühe erwachte ich um 7 Uhr. In unserer Kirche vertrat ich beim Glockenläuten unsere erkrankte Sakristaninschwester. Man kann sich meinen Schrecken vorstellen. Als ich bei der Kirche ankam, war die Rorate schon zu Ende. Betrübt beklagte ich mich bei der heiligsten Jungfrau über die Schläge des Teufels und dass ich deshalb nicht aufstehen konnte. Wunderbar ist, was ich jetzt niederschreibe. Die heiligste Jungfrau sprach: Wir waren auch dabei, mein göttlicher Sohn und ich. Wir ließen zu, dass er dich schlage, aber ich habe ihm bald befohlen, einzuhalten. Die Jungfraumutter sprach dann nicht mehr darüber. Ich schämte mich sehr deswegen. Auch noch nach ein paar Tagen bedeckte mein Gesicht die Schamröte. Tagsüber grinste der Böse. Ich wollte dich aus deiner Narretei ernüchtern. Genug mit dem Fasten und Nachtwachen. Hör auf damit. Diese unnützen Dinge haben gar keinen Sinn. Die heiligste Jungfrau fiel dem Bösen ins Wort und versprach, dass sie nicht mehr Schläge des Bösen zulassen werden, aber diesmal wäre es notwendig gewesen. Die Jungfraumutter sprach weiter: Meine Tochter, bringe jetzt deine Opfer und versenke dich in demütiges Besinnen. Du bist mir ein liebes Werkzeug, und deine Bemühungen um die Demut gefallen mir sehr. Das ist das Gnadenwirken, meine Liebesflamme. Sie verleiht deinen Anstrengungen Beharrlichkeit. Die Worte
der heiligsten Jungfrau gab mir für lange Zeit Kraft. Da Pater X schon längere Zeit krank war, ging ich zum hochwürdigen H.D. zur Beichte. Er war ganz überrascht und freute sich auch. »Warum sind Sie nicht gekommen?« fragte er. »Er habe schon auf mich gewartet.« Ich berichtete ihm, dass ich in der Zwischenzeit bei Pater X gebeichtet hätte. Er habe mich aber zurückgewiesen. Wegen meines jetzigen, außerordentlichen Seelenzustandes kann ich nämlich meine Beichte ohne Erwähnung meiner Probleme nicht ablegen. Darum habe ich mich bei ihm jetzt darauf berufen, dass ich nicht aus eigenem Willen zu ihm zurückgekommen sei, sondern dem Rat der mir zugeordneten Schwester gehorchend. Als ich begann, dem Pater D. über das heilige Anliegen zu berichten, merkte ich, dass er sich an viele Dinge nicht mehr erinnern konnte. Dann mahnte er mich zu Geduld, berief sich auf die heilige Juliane, die 40 Jahre lang das heilige Anliegen Gottes in ihrem Herzen trug. Gottes Anliegen kommen langsam zur Geltung, sagte er. Aus meinen Schriften, die er früher von mir erhalten hatte, stellte er fest, dass der Herr Jesus mich sehr liebt. Für diese überdurchschnittliche Liebe, mit der er mich überhäuft, sollte ich ihm sehr dankbar sein. Dann erklärte er, dass er die Sache nicht verstehe. Es wundert mich nicht, erwiderte ich. Dann erzählte ich ihm von meiner Beichte am Wallfahrtsort Maria Remete, wo ich von der heiligsten Jungfrau gelenkt zu einem mir unbekannten Priester gehen und gemäß ihrer Anweisung ihre Mitteilungen übergeben musste. Dieser Priester hatte sie zweimal durchgelesen. Auch er gestand, dass er sie nicht verstehe. Ich verstehe sie, denn ich wiederhole die Worte der heiligsten Jungfrau oft im Gebet und bitte den Heiligen Geist, er möge jenen, die darüber schon etwas wissen, das innere Licht schenken. Pater D. erwiderte, so wie er bei mir beobachtet, sei ich zu aufdringlich und das soll ich nicht tun, denn es sei Sache Gottes, das zu Ende zu führen. Ich billigte seine Bemerkung, aber sagte, ich müsse es tun, denn ich fühlte einen starken inneren Drang, das Anliegen der heiligsten Jungfrau zu beschleunigen. Auch Pater X hat an mir mein aufdringliches Verhalten festgestellt. Er empfahl mir, eine abwartende Haltung einzunehmen, denn Gottes Wille werde sich dann ohnehin klar herausstellen müssen. Dieses Drängen nimmt mich an Leib und Seele arg mit. Aus eigener Kraft könnte ich es nicht schaffen, denn es kostet mich viele Verdemütigungen. Und wenn es nach mir ginge, würde ich mir den Mund nicht verbrennen. Die Stimme, die durch mich ständig spricht, ist die Bitte der heiligsten Jungfrau um Beschleunigung. Ich kann dem dringenden Aufruf der heiligsten Jungfrau nicht widerstehen. Daraufhin rief mir Pater D. mich zu beruhigen und den Frieden des Herrn zu bewahren. Es folgte
eine noch heftigere Debatte. Ich konnte nicht schweigen. Ich spürte, dass diese Rede nicht meinen natürlichen Kräften entstammte. Zum Schluss erklärte der Pater, dass er das Anliegen einem anderen Priester zum Durchlesen übergeben werde. Ich sollte zu ihm Vertrauen haben, denn er sei ein innerlicher Mensch. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.